Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht's, wie unschwer zu erkennen ist, wieder mal um Rainbow High. Und zwar habe ich da letztens bei dem Amazon Prime Day zugeschlagen. Da gab es verschiedene im Angebot. Und ich dachte, die stand schon lange auf meiner Liste, deshalb habe ich mir die auch gekauft. Und zwar ist das die Skylar Bradshaw aus der Rainbow World Serie. Das ist die neue Glitzer-Serie, die es da zurzeit gibt, das Soft-Reboot. Wie gesagt, ich habe schon die Amaya Rain, das ist die da hinten. Und dann hatte ich mir noch ein paar andere bestellt, aber dazu später. Ja, das ist jetzt die Skylar Bradshaw in ihrer Verpackung. Ja, ich muss sagen, die Verpackung kam ganz schön ramponiert an. Also hier ist schon eine richtige Dille drin, wenn man das so sieht. Und hier sind auch keine Klebestreifen mehr. Und auch hier drin, das wabbelt alles so rum. Und auch hier unten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da ist das schon aufgerissen. Und hier oben fehlt auch das kleine Glitzerpack, womit man dann den Schleim also aufwerten kann. Und der ganze Glitzer, der klebt hier drin. Also ich nehme mal an, dass das irgendwie im Zoll stecken geblieben ist, dass die das dann rausgenommen haben und wahrscheinlich wegen dem kleinen Pulver auseinandergenommen haben. Aber jetzt habe ich den ganzen Glitzer hier drin und ja, ich weiß auch nicht. Habe ich schon überlegt, ob ich die jetzt zurückschicke, aber dann dauert das wieder ewig, ehe die dann kommt. Und ja, ich habe es jetzt einfach mal so hingenommen. Wir packen die ganze jetzt mal aus und sehen uns das mal aus der Nähe an. Ja, hier haben wir erstmal die Verpackung. Hier oben steht Skylar Bradshaw, dann das Rainbow High Logo. Wie gesagt, hier drin ist jetzt der ganze Glitzer verteilt. Danke Zoll oder wer auch immer das gemacht hat. Ja, hier haben wir jetzt eine schöne Illustration von der Skylar mit ihrem Haustier. Hier steht dann auch Rainbow World. Und dann hier oben steht auch der Name von dem Tier. Blue kann man jetzt gerade nicht lesen, weil das ja so davor hängt. Eigentlich ist das auch viel weiter drin. Ja, also die haben das ja ein bisschen auseinander gepflückt. Also keine Ahnung. Den Schleim haben sie komischerweise wahrscheinlich. Ne, das wahrscheinlich auch auf. Sieht zumindest so hinten so aus. Ich werde das gleich mal auseinandernehmen und euch mal zeigen. Ja, hier hinten drauf haben wir jedenfalls Rainbow High. Nochmal das Logo und die ganze Verpackung glitzert halt, wie gesagt. Und hier haben wir jetzt unsere ganzen Charaktere aus der ersten Serie, außer die Poppy Roan, die fehlt. Das ist die Orangene. Die wurde jetzt durch die Amaya Rain nochmal ausgetauscht. Das finde ich auch ein bisschen schade. Hätte man halt 7 Charaktere machen können, aber ja. Ja, seitdem gibt es die Poppy Roan auch irgendwie gefühlt wo nirgends mehr zu kaufen. Auch die mit dem Fashion Outfit von der Fashion Show. Ja, wie gesagt, die Sunny Madison habe ich mir noch bestellt. Und dann mal gucken, die Violet, die fand ich jetzt nicht so spannend und prickelnd, aber die Jade gefällt mir noch ganz gut. Ja, und die Ruby, die ist halt sehr ähnlich auch zur ersten Doll. Ja, hier steht nochmal ihr Name, Skylar Bradshaw, auch nochmal mit so einem Glitzer. Wie gesagt, ich kann das jetzt einfach mal so aufziehen. Aber es geht jetzt nicht raus, aber es sieht aus, als wäre das ja schon mal aufgerissen worden. Ja, seht ihr das? Alles schon offen. Jetzt habe ich so provisorisch nochmal ein Klebeband drum gemacht, dass das hält. Aber wie gesagt, ich packe die ganze jetzt mal auf Kamera aus und gucke mir das mal aus der Nähe an. Ja, ich habe das Ganze jetzt mal ausgepackt und an dieser Box war definitiv jemand dran. Hier haben wir jetzt dieses Glitzerpäckchen, das ist ja auch mal aufgeschnitten hier oben. Also ich habe den halben Glitzer in der ganzen Verpackung und meine ganzen Hände glitzern jetzt. Der ganze Puppenständer hat geglitzert, also ich hatte überall Glitzer. Ja, der Schleim ist zwar, ich weiß nicht, ob da fühlt sich so an, als wäre da auch schon mal Luft dran gekommen. Das, ja, da ist auch schon auf. Der Schleim ist hier schon auf. Also Amazon, ich habe das eigentlich als neu gekauft, deshalb, die war auch ein bisschen teurer als die anderen, die kamen jetzt um die 39 Euro, waren UK-Import und ich glaube, der Zoll oder wer das war, hat da bestimmt aufgemacht wegen den Flüssigkeiten und dem Zeug, also bringt es da wahrscheinlich auch nicht, das zu reklamieren, weil wenn ich die nächste über UK-Import bestelle, sieht die dann wahrscheinlich genauso aus. Ja, dann hat sie noch diese Tasche mit dabei, ich muss erstmal kurz mal die Hände waschen, mal eine kurze Pause machen, sorry. Ja, wie gesagt, die waren UK-Import und ich denke mal, dass der Zoll das auseinandergenommen hat, weil das Flüssigkeiten sind und Pulver. Die haben vielleicht gedacht, da werden irgendwelche Drogen damit geschmuggelt. Keine Ahnung. Jedenfalls war das jetzt schon mal sehr auseinandergerissen. Ich frage mich auch, warum es die Skylar hier wohl nirgends zu kaufen gibt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ich jetzt überall war, ob es bei Smith Toys war oder auch in der Müller Drogerie, da gab es überall nur die Violet und die Amaya zu kaufen, beziehungsweise noch die Sunny oder die Ruby, aber die Skylar habe ich bis jetzt wohl nirgends gesehen.
Aber das fand ich schon ein bisschen komisch. Und die Jade habe ich auch wohl nirgends bis jetzt gesehen, die grüne. Ja, und deshalb gab es die als UK-Import, allerdings für 38 Euro. Versand war dann kostenlos. Und ich habe mir die dann bestellt, weil ich die halt auch gern haben wollte, weil mir die halt mit am besten aus der Reihe gefallen hat. Ja, nichtsdestotrotz, hier hat sie jetzt noch ihre Tasche mit dabei. Das ist so eine ganz normale Sporttasche. Und ja, man kann die dann hier auch aufmachen und da kann man dann auch den Schleim reintun, wenn man das möchte. Ja, hier haben wir jetzt ihr Haustier. Das ist auch so ein Glitzermonster, sage ich jetzt mal, mit einem glitzernden Einhorn. Das sind übrigens auch verschiedene. Der hat jetzt Ohren. Das ist der von der Amara Rain und er hat jetzt keine. Gibt es halt so verschiedene. Der hat jetzt den ganzen Schleim im Kopf drin. Das kann man dann bei dem dann auch machen. Ja, so finde ich die ganz niedlich. Die erinnern mich halt wirklich an Pupsi Surprise, was halt früher die Vorgänger von den Rainbow Hay Puppen waren. Man sieht es halt auch an den Augen. Die sind halt auch sehr ähnlich. Ja, man kann dann den Kopf abmachen und da kann man dann den Schleim reintun. Ja, und er heißt Bluebell. Habe ich jetzt mal rausgefunden, steht so drauf. Aber irgendwie sieht er auch ein bisschen ramponiert aus. Ich glaube auch den Kopf kriege ich jetzt nicht so ab. Also irgendwas ist bei der Verpackung ganz schief gelaufen. Ah ja, doch jetzt. Ja, das ist so ein bisschen schräg und da kann man dann hier den Schleim so reintun. Ja, mal gucken, ob ich das dann mache. Ja, dann hat sie hier noch so einen Kamm mit dabei. Das ist da ein neuer Rainbow Hay Kamm, die neue Modellage. Davon hat man dann noch so einen Löffel. Damit kann man dann den Schleim entweder in die Schuhe reintun oder in die Tasche oder wo auch immer man das gern haben möchte. Ja, und dann hat sie noch ihre Schuhe mit dabei. Das sind jetzt ganz normale Sneakers mit halt so einer dicken Sohle. Die sind relativ durchsichtig und unten haben die auch nochmal so ein fast ins Lila gehende Dunkelblau. Und die Sohle kann man dann so abmachen. Wenn es mal gehen würde, mal bei denen probieren. Ach, das klebt da wirklich sehr fest dran. Aber man kriegt es ab und da kann man dann den Schleim da unten reintun. Und dann macht man das einfach wieder drauf. Also drauf geht es viel einfacher als wie runter. Ja, das sind ihre Schuhe dazu. Und ein Puppenständer war auch mit dabei. Das finde ich ja toll von MGA, dass die trotzdem auch, wenn die einen Soft-Tribut machen und auch überall sparen, dass die trotzdem noch einen Doll-Stand mit reinmachen. Ja, hier haben wir jetzt unsere Skylar Bradshaw. Wie gesagt, ihr Gesicht, das finde ich wunderschön. Von der Modellage her, auch vom Make-up, diese hellen Augenbrauen und dann der glitzerfarbene blaue Lidstrich, die Wimpern, die schönen blauen Augen und die korallfarbenen Lippen. So rum wird ein Schuh draus. Ja, was mir jetzt nicht ganz so gefällt, ist dieser ganze Glitzer im Gesicht. Also, ja, es ist jetzt nicht alles, was schon von vornherein drauf ist. Es ist auch noch viel von der Verpackung. Man sieht es vielleicht noch an den Händen. Da ist noch sehr viel Glitzer jetzt in der Puppe. Ja, ihre Haare, die sind aus Nylon. Die sind so blau, weiß, dunkelblau. Und die hat hier oben so einen großen Zopf. Ja, hier hat sie jetzt Inbox her. Die muss ich ja dann mal waschen, weil ich habe jetzt ziemlich viel Gel drinne. Hier oben ist dann nochmal eine. Oder hier unten besser gesagt nochmal eine große Locke. Also, ja, ich würde das jetzt auch nicht so durchkämmen, gerade wenn man das hier so sieht. Ist relativ sehr verfitzt. Das sind aber wunderschöne Nylonhaare. Und wenn man die dann mal gewaschen hat, ich werde die erstmal mit kaltem Wasser einschamponieren, dann ausspülen, dann wieder eine Haarkur rein und dann mit heißem Wasser ausspülen. Und dann müssten die eigentlich von alleine relativ glatt sein und dann so langsam auskämmen. Weil hier würde ich jetzt ja nicht anfangen, großartig rumzubürsten, da macht man halt viel kaputt. Ja, finde ich schade, dass man die so voll Gel schmieren muss. Man kann die auch so ein bisschen zusammenbinden mit so verschiedenen Gummis und das dann auch so in der Verpackung anbringen. Aber okay. Ja, die Outfits, die sind jetzt nicht mal ganz so hochwertig wie am Anfang, wie bei den ersten Rainbow Hay Serien. Aber ich finde es trotzdem ganz cool. Sie hat jetzt so eine Plastikjacke an aus blauem Plastikstoff. Ja, dann hat sie noch so ein weißes Top drunter mit Magic. Und so ein Jeansrock, der mit so Silber bemalt ist. Das finde ich auch ganz cool, dass da so ein bisschen eine asymmetrische Form hat. Ja, gefällt mir ganz gut. Ja, ihre Fingernägel sind leider nicht mehr lackiert. Die neuen Rainbow Hay Dolls haben jetzt keine Fingernagelfarbe, also keinen Nagellack mehr dran. Wahrscheinlich auch aus Spargründen. Ich denke mal, die haben gespart wegen der neuen Always Bratz Serie, die die rausbringen mussten. Was sie aber hat, sind jetzt Ohrlöcher. Also wenn man noch Ohrringe übrig hat von den Rainbow Hay Dolls, dann kann man ihr auch noch Ohrringe reinmachen. Ja, Beweglichkeit ist halt, sie hat noch das Kopfgelenk, da sitzt ein bisschen lose, finde ich, aber okay. Dann hat sie noch so ein Kugelgelenk in der Schulter.
dass man die noch hin und her drehen kann und in den Ellenbogen. Ja, die Handgelenke, die sind leider aus Sparmaßnahmen auch weggefallen. Die hat jetzt hier kein Gelenk mehr. Ja, auch in den Beinen, die kann man jetzt nicht mehr so ineinander drehen. Sie hat jetzt hier nur noch dieses Double Jointed Knee Gelenk. Ja, und mehr gibt es dann hier nicht mehr zu der Bewegung zu sagen. Wie gesagt, sie hat ja noch diese Schuhe dazu, die kann man jetzt mal anziehen. Gehen auch relativ einfach anzuziehen, zumindest der eine. Ja, doch. Die sind relativ einfach anzuziehen. Ja, dann kann man sie, wenn man möchte, dann so mit der Tasche platzieren. Und dann noch ihr Pad mit dazu. Die gefällt mir ganz gut. Ja, deshalb wollte ich die unbedingt haben. Also als erstes war damals die Amaya Rain my favorite. Und danach die Skylar Bradshaw. Und ich bin froh, dass ich sie jetzt auch in meiner Sammlung habe. Ich hatte mir jetzt noch so ein Fashion Pack gekauft. Ich hatte das auf einem anderen Kanal gesehen, bei Truculaisia. Da hatte dann auch die Skylar Bradshaw und da hatte dann dieses Outfit für die Sunny Madison und ich fand, das stand ja so gut. Deshalb habe ich mir das noch gekauft. Das gab es in der Galerie Kaufhof im Ausverkauf. Da hatten die noch viele solche Outfits und wie gesagt, das ist ja mein Lieblingsoutfit von den ganzen Serien. Denn, ja, das gibt es sehr selten zu kaufen, finde ich, weil ich war bei uns auch im Snuff Toy Store. Da hatten die nur noch den Bademantel und den Schlafanzug. Das will wahrscheinlich niemand. Die ganzen anderen Kleider waren alle schon weg und auch das habe ich da überhaupt nicht gesehen. Und auch wenn man bei Amazon bestellt, da kriegt man immer nur ein Blindpack und da ist dann dieses lila Ballerina-Kleid drin. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich von der Sunny Madison, dieses Fashion Pack. Und ja, das wollte ich mal anziehen, mal gucken, wie sie damit aussieht. Ja, das Rosane wollte ich halt noch haben. Das habe ich schon, das zeige ich euch dann später noch. Und es gab halt, wie gesagt, nur noch diesen Bademantel und diesen Schlafanzug. Alles andere war schon weg. Aber ich bin froh, dass ich das mir im Kaufhof noch ergattert habe. Ich habe mir das auch gleich zweimal gekauft, damit ich noch eine Reserve habe. Ja, ich werde die gute Skylar jetzt mal umziehen und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich die gute einmal umgezogen. Ich finde, sie sieht einfach mega aus mit diesem Outfit. Ich finde, es steht ja richtig gut. Und ja, ich habe das auch zweimal. Wenn ich dann die Sunny Madison dann auspacke, dann kann ich da das auch noch anziehen. Aber ich werde die bestimmt auch so drapieren in meinem Regal oder im Rainbow Hay House mal sehen. Weil das finde ich einfach mega. Ja, sie hat als erstes mal hier ihre Kopfhörer mit dabei. Hier mit dem Rainbow Hay Logo. Ja, es erinnert mich so ein bisschen aus wie bei den OMP Dolls. Aber ich muss sagen, die sitzen auch relativ fest. Also die rutschen jetzt auch nicht hin und her, wenn man so mit denen hin und her spielt. Bei anderen Dolls, da fallen die ja dann manchmal gleich ab. Also die sitzen wirklich richtig gut und die sind auch gut der Kopfform angepasst. Dann hat sie hier diesen süßen kleinen Rucksack. Der ist natürlich nur aus Plastik. Aber man kann den, glaube ich, auch, ja, man kann den auch hier oben aufmachen. Aber ich lasse den jetzt mal zu. Ja, da ist so ein Rosa. Und hat hier so ein Karo-Muster drauf und solche hellblauen Träger. Ja, dann trägt sie noch wie so ein Pulli, der ist in so Regenbogenfarben, in Blau, Rosa und geht dann ins Orange rüber. Und hier in der Mitte so ein Gelb. Und auf den Ellenbogen hat sie hier so ein Lackherz drauf genäht und auf der anderen Seite so ein Stern. Ja, das ist wieder ein süßes Detail, was mir auch sehr gut gefällt. Ja, dann trägt sie diese Short. Das ist wie so eine Hotpants. Die ist aus so einem Frotti, also die ist wirklich richtig kuschelig. Und die hat dann diese rosafarbenen Paspelstreifen ringsherum. Ja, die hat jetzt gar keinen Klettverschluss oder so. Die kann man einfach so drüber ziehen durch diesen Gummizug. Ja, dann hat sie diese weißen Strümpfe. Ich habe erst gedacht, das sind dieselben wie bei der ja. Brianna Dolce. Die hat ja auch die Strümpfe, aber das sind andere. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Das sieht man hier an diesen Streifen. Die sind einmal lila, rosa, lila. Und bei der Brianna sind zwei solche fetten roten Streifen drauf. Ja, jetzt hat man überall diese T-Teile drin. Da hat man jetzt dadurch Löcher in den Strümpfen. Das verstehe ich auch nicht, wo man überall diese T-Teile reinmachen muss. Das ist ein bisschen schade. Ja, und hier haben wir jetzt noch diese Rollschuhe. Die sind blau gehalten mit einem Regenbogen drauf. Und unten die Rollen, die sind jetzt in so einem Orange. Leider lassen die sich jetzt nicht drehen, wie bei den OMG-Dolls. Aber ja. Und sie hat halt nur drei Rollen. Hier hat sie eine und hier hat sie zwei. Beziehungsweise zwei schmale und zwei breite. Und hier vorne auf der Bremse steht nochmal das RH für Rainbow High drauf. Ja, aber so finde ich das Outfit sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ich werde noch die Haare waschen und dann werde ich sie nochmal so in meinem Regal drapieren. Ja, kommen wir noch zur Doll of the Week.
Da habe ich diesmal die Violet Willow. Das ist die Swim in Style Doll. Ja, die hatte ja diese Polypropylenhaare, was alle so ein bisschen schade fanden, aber die sind halt relativ lang. Und ich habe die gewaschen, auch sehr mit einer Haarkur noch behandelt. Und so fallen die eigentlich schon relativ weich, nur die Enden sind ein bisschen frisselig. Aber so sieht das eigentlich ganz cool aus, was man halt auch beachten muss, wenn man die irgendwo hinlegt oder hinsetzt. Und die Haare sind dann eine Weile so gebogen. Dadurch hat die jetzt auch so eine Welle drin, weil die bei mir saß. Und da saß die auf ihren Haaren drauf und deshalb hat die jetzt so eine Welle drin. Ja, und das war das Outfit, was ich geholt hatte. Da war eigentlich nur die Krone mit dabei, noch so eine Balletttasche und dieses Ballettkleid. Aber was ich ja schön fand, war, dass da drei Schichten Tüll sind, auch mit viel Glitzer drin. Ja, die Jacke, die ist von der Violet Willow aus dem zweiten Outfit. Von der ersten Serie war das, glaube ich. War das ihre Lederjacke, die da mit dabei war? Die habe ich jetzt angezogen. Wie gesagt, das sind die Strümpfe von der Brianna Dolce. Das war halt hier mit diesen zwei Balken. Deshalb sieht man jetzt auch, dass das unterschiedliche Strümpfe sind. Ja, und dann hatte sie noch diese Jelly-Schuhe mit dabei, so High Heels mit so einem Gelabsatz, die sind auch ein bisschen weicher. Aber ich fand, das passt ganz gut zusammen mit den Strümpfen und auch mit der Jacke. Also die Jacke, die wertet das Outfit unheimlich auf, weil sonst hat man wirklich nur dieses Spaghetti-Träger-Top mit diesen Trägern und ein bisschen Glitzer, das sieht das ein bisschen nackt aus, aber mit der Jacke, die finde ich, findet. Das tut das Ganze nochmal ein bisschen aufwerten. Ja, das ist die Swim und Style Doll, die gibt es auch noch überall zu kaufen. Das ist diese Budget Doll, die hat auch keine Gelenke weiter, also die hat keine Bewegung in den Beinen, die kann die wirklich noch so vor und zurück machen. Und auch die Arme, nur nach vorne und nach hinten und so hoch. Und der Kopf lässt sich, glaube ich, auch, na gut, hat ein bisschen das normale Drehgelenk, aber sonst keine Ellbogen und auch keine Kniebewegung ist da drin. Ja. Was mir bei der besonders gut gefallen hat, ist ihre Gesichtsmodellage. Die hat halt ein wunderschönes Gesicht und auch wunderschönes Make-up mit diesem weinroten Lidschatten und diesen nudefarbenen Lippen. Also, die gefällt mir wirklich richtig gut. Die habe ich jetzt auch aufgewertet mit dem, heißt das Swim in Style. Ja, das Video von ihr könnt ihr euch auch gerne auf meinem Kanal ansehen. Das gibt's auch noch. Ja. Ach ja, ich wollte euch noch meine Laguna Blue zeigen. Ja, es passt zwar jetzt nicht richtig zum Thema, aber ich wollte euch nochmal mit zeigen. Das war ja die aus dem letzten Video, die Recurve Refresh Laguna Blue. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Und ja, hier habe ich die Haare gewaschen, Boil Wash. Also ich habe ja die Haare erstmal mit so lauwarmem Wasser gewaschen, einschamponiert, dann ausgespült. Dann habe ich eine richtig fette Kur reingemacht, habe die dann drin gelassen. Und habe ich Wasser in einem Topf aufgekocht, habe das von der Herdplatte genommen und habe ja dann einfach mal die Haare untergetaucht, weil die waren ja wirklich sehr frisselig. Und jetzt sind die so richtig schön lang und glatt. Ich wollte das ja nicht mit diesen komischen Locken, das war ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Und jetzt sind die so richtig schön weich, die kann man so richtig schön durchkämmen. Ja, und jetzt sieht man auch erstmal, wie lang die Haare sind. Also die gehen wirklich fast bis zu den Füßen runter. Und ja, ich habe ja dann diese zwei Zöpfe hier oben gestylt. Und hier vorne habe ich ja diese zwei Strähnen noch gelassen. Ja, das wollte ich einfach nochmal erwähnen, dass ihr das auch mal seht, wie die dann mit gewaschenen Haaren aussehen. Ja, bei den Nylonhaaren, die werde ich jetzt nicht boil washen, weil da können die vielleicht auch schon mal kaputt gehen. Da werde ich die dann einfach nur mit heißem Wasser dann nochmal ausspülen, dass die dann auch ordentlich liegen und dann kann man die glatt kämmen. Aber wie gesagt, bei den Saran-Haaren mit Boil Wash kriegt man dann so ein schönes Ergebnis. Ja, wie gesagt, schön durchkämmen. Das ist also richtig immer satisfying, wenn man da die Haare kämmt. Ja, da ist dann auch kein Friss mehr drin und die fallen halt wirklich richtig schön. Ja, so viel bloß mal nebenbei. Noch so als kleine Info. Ja, eigentlich ging es ja um unsere Skylar Bradshaw. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Skylar so gefallen hat. Ob ihr die auch schon in eurer Sammlung habt, vielleicht auch mit diesem Outfit oder mit einem anderen Outfit. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, ganz wichtig, auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Weil ich habe wieder mit den Aufrufzahlen zu kämpfen. Vor 2 Wochen war es wieder gut. Letzte Woche war wieder eine Katastrophe. Also angucken, abonnieren. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch meine Videos überhaupt anzeigt oder nicht. Weil manchmal habe ich das Gefühl, die verbreitet es nicht richtig oder die zeigt es nicht an. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.